Wenn du Klettersteige begehst und noch nie freihängend in dein Klettersteigset gesessen bist, dann ist dein Leben in Gefahr. Warum und was tun, erfährst du in diesem Video. Für einen Kletterer klingt das alles absurd. Selbstverständlich ist man schon mal in seinem Klettergurt gesessen und im Fall von einem Sturz auch komplett freihängend. Doch genau das ist der Unterschied zum Klettersteig gehen. Bis zu eurem ersten Sturz oder wenn ihr mal einen Flying Fox benutzen wollt, werdet ihr nie erfahren, ob die Ausrüstung wirklich das tut, was sie soll. Und weil euer Leben davon abhängt, solltet ihr das unbedingt einmal ausprobieren. Im Ernstfall muss jeder Handgriff passen, allein schon deswegen solltet ihr üben. Aber selbst wenn kein Unfall passiert, wollt ihr wirklich das Highlight eines Steigers deswegen verpassen, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie ihr das vorher gedacht habt? Sucht euch also einen Baum oder eine geeignete Stelle in einem Übungsklettersteig und hängt einfach auch mit der Rastschlinge ein und setzt euch freihängend in den Klettergurt, aber nicht ohne über folgende Dinge noch nachzudenken. Bei Belastung, da verschiebt sich euer Klettergurt und übt sich ziemlich viel Druck aus. Laschen, Reißverschlüsse und ein dünnes Gewebe, wie zum Beispiel ein Windbreaker, können Schaden nehmen. Soweit ist das nur unangenehm, aber habt ihr euer Mobiltelefon einstecken gehabt? Funktioniert das nach so einer Belastung auch noch? Und bleiben Gegenstände in offenen Taschen auch wirklich drinnen? Was sich an der Rausschlinge mit Unterstützung der Beine vielleicht noch ganz okay anfühlt, das kann unter voller Last, freihängend, ganz schön schmerzhaft werden. Ob im Schritt, durch zu enge Beinschlaufen oder punktuell durch eingeklemmte Ausrüstung, all diese Überraschungen lassen sich vermeiden, indem man es einfach einmal ausprobiert hat. Ein zu hoher Schwerpunkt löst euch Kopf über Kippen mit enormer Verletzungsgefahr. Bei ungünstiger Körperform und zu locker eingestellten Hüftgurten ist theoretisch auch ein tödlicher Absturz möglich. Bedenkt auch, dass ihr den Schwerpunkt ändern kann. Setzt euch einfach einmal mit dem schwersten Rucksack, den ihr für mehr Tagestour packen würdet, in den Klettergurt hinein. In solchen Fällen kann dann auch ein Ganzkörpergurt notwendig sein. So, ihr sitzt also erfolgreich und aufrecht in einem Klettergurt drinnen. So weit alles super. Ja, aber habt ihr auch ein Mobiltelefon einstecken? Kommt ihr da noch dazu? Kommt ihr zu eurer Notfallausrüstung wie ein Erste-Hilfe-Set? Kommt ihr an die Gegenstände in eurem Rucksack? Könnt ihr den zur Not abnehmen? Alle diese Fragen solltet ihr vorher bedenken. Ja, da hängt ihr also rum und es ist zum Glück nichts passiert. Aber könnt ihr euch auch wieder selber aus eurer misslichen Lage befreien? Also ohne, so wie jetzt, die Füße einfach am Boden zu stellen, weil sie ja zum Beispiel in der Seilbrücke hängt, 10 Meter über dem Boden. Ja, das sollte man mal ausprobieren, weil sonst muss nämlich die Bergrettung kommen. So, hoffentlich waren es gute Gründe genug, sie einfach einmal in seinen Klettergurt zu setzen und das alles zu probieren. Falls ihr noch weitere gute Gründe kennt, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Da unten habe ich noch ein paar Klettersteigvideos für euch zum Anschauen. Und ansonsten heißt es mich, ich bin Flo dabei und vielleicht sieht man sie mal bei einer anderen Tour.